Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 18.02.2022. Und ja, der Hammer war wieder zusammengesetzt und hat funktioniert. Offenbar, der junge Mann hat das gleich getestet. Oder ist es ein Mädel? Es soll eigentlich egal sein, der Hammer funktioniert. Und interessant, was man damit so Schönes anstellen kann. Kaputt schlagen. Ja? Gibt es ein schönes Lied. Kennt vielleicht der ein oder andere noch. Unser DAX hat hier kaputt geschlagen. Bildschirm ist putt. Und wir sind ein bisschen nach unten gebröckelt. Deutlicher sogar nach unten gebröckelt. Wir hatten den Pfeil aber nicht drin. Der Pfeil kommt. Wo kommt denn der jetzt her? Den hatten wir auf jeden Fall nicht gesetzt gestern. Weiß ich jetzt nicht, wie der hier reinkommt. Den habe ich bestimmt irgendwann dann später noch gezogen. Aber ich glaube, in der Analyse war. Es soll egal sein. Also, wir haben auf jeden Fall gesagt, wenn er unter der 15.000. Wenn er unten raus will, muss er unter der 15.323 raus. Ich hatte, wir hatten darüber gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass wir durchaus mit der grünen Kerze hier im Nacken nochmal nach oben ein bisschen anstoßen können, so im Bereich 15.50, und dass er von dort aber durchaus wieder auf die 15.300 runter kann. Und dann hat, oder haben wir dann doch den Fall gesetzt? Jetzt bin ich total irritiert. Aber es ist vollkommen egal. Ne? Also wir hatten gesagt, unter 15.325, ne? Wenn der DAX dort per Stundenschluss runtergeht, dann kann er hier gut durchdrücken, kann locker Richtung 270, 300, kann Richtung 1,80, 1,50, ne? Also hier auf dem Bereich drauf. Und das war so ein bisschen der Zielkorridor auf der Unterseite. Und oben hätte halt hier über die 550, 600 dann einfach drüber gemusst, um sich nach oben weiteres Potenzial zu holen. Hatten gesagt, rechnet damit, dass der ein bisschen zur Seite tanzen kann, dass er jedenfalls durchaus unten und auch unten, oben und auch unten kratzt, dass er hier ein bisschen rumteilt. Und von daher eigentlich ein schöner Donnerstag, der im Endergebnis dann nach unten aufgelöst wurde. So von der Bewegung her sieht das ein bisschen nach einer kleinen ABC aus mit. Weiß nicht, was das werden soll jetzt hier. Das sieht ein bisschen aus wie, als ist das hier einmal gespiegelt nochmal nach unten. Nicht ganz, aber also sieht leicht nach einer kleinen ABC aus, ne? Sodass dass wir hier eine dreiwellige Strömung nach oben haben. Oder vielleicht sogar eine fünfwellige, ne? Wenn hier die vier mit drin ist. Und dass er jetzt eine Korrektur hat, aber der kann eben auch einfach noch nach unten beschleunigen. Denkt dran, was ich die letzten Tage immer wieder erzählt habe, als der hier hochmarschiert ist, ne, haben wir schon gesagt, naja, jetzt nicht Euphorie und Optimismus, Übermut und so weiter und so fort, ist halt erstmal auch nichts passiert, kann auch einfach wieder zurückrutschen, so wie die letzten Wochen. Und jetzt ist davon schon relativ viel eingetreten. Ja, also wir haben schon sehr großen Teil hier wieder nach unten rauskorrigiert. Und das war ja so ein bisschen die Erwartungshaltung, hatten auch im Wochenchart eben drüber gesprochen, wie sich unser DAX hier eben mit dieser unteren Kante da verhalten soll. Und jetzt sind wir kurz vorm Wochenschluss. Ne? Also wir haben jetzt einen kleinen Verfallstag am Freitag. Das heißt, da kann auch mal ein bisschen Bewegung reinkommen. Tageschart ist auch wieder vom mittleren Band voll abgedreht. Also genau das, was wir eigentlich hier jetzt besprochen hatten, dass das eben noch nicht zu toll ist, ne? Trotz des starken Anstiegs vom Dienstag, man das nicht überbewerten solle. Und wenn der da jetzt auch nach dem Doji, hat man glaube ich gesagt, ne, wenn er da unter das Doji runterarbeitet, kann er auch locker wieder die ganze Strecke zurück ablaufen. So, das haben wir gesehen. Und jetzt wird es wirklich interessant, wie er am Freitag notiert. Wir haben auch am Montag Feiertag in den USA. Oft laufen die Märkte da sogar am Freitag ein bisschen positiver. Aber man hat auch nicht vor jedem Feiertag irgendwo Russen an irgendeiner Grenze stehen, die kriegerische Handlungen freisetzen können. Ich habe da so weiterhin so meine Meinung, wie das dort ablaufen wird. Aber das wäre dann jetzt ein Exkurs in Politik, Geschichte und sonst was. Da haben wir schon mal drüber gesprochen vor ein paar Tagen. Ich belasse es einfach dabei. Da hat jeder seine eigene Meinung, die darf er auch haben. Und bevor ich mich dann dafür wieder mit anderen auseinandersetzen muss, bleibe ich lieber beim Chart. So, also, Fakt ist, von der Bewegung her für einen Rücklauf vollkommen ausreichend. Das heißt, sollte jetzt hier auf diesem Hochbatzen, ja, auf dieser Volumenzone, wo viele Verkäufer sich wirklich die Klinge in die Hand gegeben haben, jetzt wieder umdrehen und deutlich nach oben steigen. Ja, also am Freitag von Beginn an eigentlich nach oben arbeiten. Dann würde ich denken, dass wir sogar am Tagesschluss oben schließen können und die Amerikaner den nochmal wirklich, wirklich, wirklich nach oben hochziehen. Aber sollten die Jungs sich sagen, Alter, 3 Tage Börse zu, Russland vor der Türe, Olympische Sommerspiele am Sonntag vorbei, Russland hat vielleicht noch, um seinen Partner China nicht zu prellen,
gewartet, damit man eben nicht einen Krieg während der Sommerspiele eben anfängt. Ja, dann ist das eine komische Kombination, die einfach auf der Zunge einen scharfen Beigeschmack hat halt, ne? Deswegen würde ich, wie soll ich sagen, wir haben Risiko einfach drin. Wir haben einfach Risiko drin und das kann man nicht wegreden. Ja? Man kann sich das für sich selber ausmachen, aber wenn ich ein Vermögensberater bin oder nicht ein Berater, wenn ich Vermögen für andere verwalten würde, dann kann ich sowas nicht ignorieren halt. Ne? Also da kann ich nicht am Montag sagen oder am Dienstag dann sagen, nach 3 Tagen Pause, ja, sorry, ey, dein Portfolio, das ist halt voll abgeraucht. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass die Russen einen Krieg anfangen. Ne? Wenn die da tagelang vor der Grenze stehen und Theater machen und wirklich laut, stark verkünden, dass sie das nicht toll finden, dass da die Ukraine in den NATO beitreten will, das kann ich nicht bringen. Das heißt, ich muss mich absichern, ich muss Position vielleicht sogar rausnehmen vom Wochenende. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der am Freitag Druck kriegt. Wäre auch nicht der erste Freitag, wo er Druck kriegt halt. Das haben wir oft gesehen, dass am Freitag immer mal so ein bisschen Risiko einfach eingeplant wurde und die Leute Absicherung gekauft haben und dementsprechend den Markt halt runtergezogen und gedrückt haben. Ja, und von daher, ich halt hier einen Extremtag eigentlich nicht ausgeschlossen, auf beiden Seiten nicht. Ja, es gibt Argumente für das eine wie für das andere, aber fast eher auf der Unterseite, würde ich sogar sagen. Ja, aber ihr kennt das, wir machen das immer so und bei uns geht es auch Analyse für Analyse. Es ist letztendlich egal, was wir heute für übermorgen sagen, das können wir morgen schon wieder anders sehen. Das ist halt technische Analyse. Und es geht halt einfach darum, zu reagieren auf das, was der Markt macht. Ne? Nicht die Glaskugel zu haben und zu sagen, wir wissen eh, was kommt und der wird das ganz genauso machen und dann traden wir das. Sondern es geht wirklich darauf zu gucken, okay, was haben wir jetzt für eine Bewegung gerade? Wie kann er sich morgen darauf einfach jetzt bewegen? Was kann er reagieren? Wo hat er schon interessante Punkte? Wo kann ich mir ein paar Punkte rausschneiden? Womit muss ich rechnen? Worauf kann ich mich einstellen? Ne? Und deswegen gibt es die Analyse auch jeden Tag und deswegen machen wir das so. Also von daher, ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn der DAX hier jetzt zum Freitag runtergeht, vielleicht sogar unter der 15.100 eröffnet, dass der gerade einen Strich nach hier unten macht. Ne, dass der einfach durchzieht bis in die 14.965 rein und vielleicht sogar auf die 14.800. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir im Wochenchart letztens standen, wo ich gesagt habe, es wäre für den Markt eigentlich sogar ganz gut, selbst im bullischen Szenario, wenn er einfach mal unten einen Wochenschluss unten raussetzt. Hier drunter, unter die Linie. Ja, hier unten drunter. Weil das einfach Signale bringt. Ne? Das wird richtig viel Umsatz bringen. Umsatz ist immer gut, können Leute Geld umschichten, sowas mag die Börse. Und hatte deswegen leichte Sympathie damit, dass man da unten nochmal drunter kommt. Die Chance hätten wir, glaube ich, schon zum Freitag. Das ist jetzt nicht so weit. Wenn der sich das per Gap gut vorlegt, könnte der, wenn der gut reinkommt, das tatsächlich bis Tagesende dann durchziehen, dass der da unten drunter geht. Na, und von daher das einfach ein bisschen mit im Blick behalten. Dass man sagt, okay, der Freitag sieht schwach aus, ne, dass man da nicht noch irgendwie anfängt, sich dann gegen Mittag oder gegen Nachmittag irgendeinen Turnaround zurechtzureden und zu sagen, naja, das wird bestimmt wieder alles bis nach oben zurückkaufen und sowas. Das muss dann nicht kommen. Und darauf, denke ich, sollte man sich einfach einstellen. Die wichtigen Bereiche sind hier die 15.1, naja, 15.1, 15, 15.100, würde ich sagen. Na, das ist der wichtige Bereich und darunter wird es ein bisschen freier. Ne? 14.965 ist dann der nächste. Die 15.30 sollte man nicht vergessen. Wo ist denn die? Warum sehe ich denn die jetzt hier nicht in dem Chart? Die 15.30 sollte man nicht, also hier dieser Bereich um 15.50 sollte man nicht vergessen. Der ist auf Tagesebene immer mal wieder gerne genommen worden. Ne? Da haben wir ganz viele vorherige Tiefs hier. 15.58, 15.15, 15.30. 15.23, 15.10, seht ihr das hier? 15.51, ne, da ist der Markt so oft schon nach oben gedreht. Immer wieder an den Bereichen, dass man da einfach noch ein bisschen drauf achten sollte. Das heißt, das ist nochmal interessante Zone, dann hier eigentlich mittig dazwischen und dann eben 14.965 und tieferes. Soweit auf der Unterseite. Aber eben, wir haben hier einen sehr dynamischen Aufwärtsstrang. Wir haben fast gut aussehende kleine ABC-Korrektur nach unten gesehen. Das heißt, wenn der am Freitag nach oben anzieht, dann kann der durchaus sich auch richtig, richtig rausstellen. Das darf man nicht unterschätzen halt, ne? Wenn jetzt alle denken, oh, hier groß Krieg und das wird auch passen zu einem Vor-US-Handelstag und man darf auch den Verfall nicht vergessen. Ne, das muss nicht immer sein, dass der Markt sich dann so bewegt, wie die Nachrichten Sinn ergeben würden. Das kann auch einfach sein, dass der Markt sich mal austobt, ne? Dass der Markt einfach mal
dahingehend, wo das Geld zu holen ist. Und dann, das ist die Hauptaufgabe des Marktes. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn der von Beginn an anfängt hochzudrücken, an einem Freitag, dann traue ich dem zu, dass der an Tageshoch dann auch geschlossen sich gekriegt. Und dann wird er am meisten Sinn eigentlich machen, um für die meiste Unruhe zu sorgen. Und das macht er, sagst du ja, eigentlich so gut es geht wie immer, muss er fast über die 15.400 rüber. Ja. Und das wären so eigentlich meine zwei Szenarien, die ich für den Freitag aufstellen würde. Und das fällt und steht eigentlich schon mit dem Start. Ne, man kann sich zum Start dann schon das jeweilige Szenario zurechtlegen und sollte sich bloß darauf vorbereiten, dass er wirklich eben auch wegen dem Feiertag am Montag gut Strecke auch abgelaufen werden kann. Das denke ich schon, ja. Gut, okay. Also, Grundtheorie, Grundthese, Grunderwartungshaltung, ich denke, die kennt ihr auch aus den letzten Videos, das haben wir eigentlich schon sehr klar und deutlich immer wieder gesagt, auch wenn ich weiß, dass der eine oder andere immer mal gerne nur das hört, was er hören will, das ist aber okay, das darf ja jeder machen. Und von daher gucken wir uns mal an, wie er reinkommt. Und also ich glaube ich wirklich schon, dass man schon fast 8:15 Uhr wird man sich schon fast festlegen können, was das für ein Tag werden soll. Ja, das wird sich dann nach 9 Uhr nochmal bestätigen. Und dann kriegt man zu jeder Stunde wahrscheinlich noch eine Bestätigung dafür, was man eh schon sieht. Von daher, ich mache aus, überlegt gut, was ihr übers Wochenende mitnehmt. Wie gesagt, langes Wochenende, US-Feiertag am Montag. Ne, es ist politische Anspannung momentan da. Macht da wirklich ein bisschen Vorsicht. Ich will es jetzt nicht beschreien, das hätte einen faden Beigeschmack, wenn es dann wirklich so weit zu sowas kommt am Wochenende, aber. Ist definitiv ein Wochenende, wo man ein bisschen Risiko einfach und vor allen Dingen auch Gap-Risiko übers Wochenende einkalkulieren muss. Das wäre nicht ignorant, aber es wäre nicht fachgerecht oder nicht sachgemäß, wenn man es ignoriert halt. Ne? Man sollte schon am Wochenende auch nochmal ein bisschen Gap-Risiko mit einplanen. Ja, gut. Ich mache jetzt hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag und dann eben auch schon mal ein schönes Wochenende für die, die mich nicht nochmal hören und sehen. Bis dann, tschüss.